Ja, das ist nie so einfach. Er wusste nicht, was das für ein Stein ist, oder? Sonst hätte er ihn nicht zurückgelassen. Natürlich, der Boltaxmann erkennt ja ganz deutlich, dass es ein sehr besonderer Stein ist, mit einer klaren Funktion, die mir bekannt ist. Ich Fass ihn denke. einmal an, Rafim. Los, fass ihn an. Ich denke, ihm war bewusst, dass der Stein für euch mehr wert ist als für ihn. Das mit Sicherheit. Oh. Ja, fühlt sich an wie ein Stein, Boltax. Aber ist er nicht warm? Ah, es ist. Ja, du hast es denn ja auch in der Hand, Boltax. Du hast immer so warme Hände. Das liegt, glaube ich, daran, dass du Zwerg bist. Nein, 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 das ist. Es spielt ja auch keine Rolle, was das ist. Ich nehme den Stein jedenfalls an mich und werde mich gut darum kümmern. Und du Er bist wird. sicher, dass darunter keine Münze lag? Oh, Rafim, was ist das hinter deinem Ohr? Oh, nein, das kann ja nicht. Doch, doch. Aber mir, bezahl Rafim, gib ihm eine Münze. Du hast ihn mit sehr vorzahlt, zahlst ihn selber. Ich habe Jetzt keine solltet Münze. ihn inzwischen gut genug kennen, um zu wissen, dass er niemals Münzen hat. Dann bezahl Das ist ihm richtig. Edelstein. Das ist etwas schwierig. Ich bin gerade etwas blank. Ich stehe mit 300 Dukaten in der Kreide. Du schuldest mir auch noch einen Haufen Geld. Ja, das können wir ja am ersten Preios klären. Was ist dann? Bekommt ihr dann Geld? Von wem? Ja. Naja, da werden wir ja ordentlich Schiffe aufgebracht haben. Dann gibt's bestimmt eine gute Prise. Richtig. Und dann kann ich euch auszahlen, Abelmir. Aber bis dahin bezahl Rafim. Er hat sich so gefreut auf eine Münze hinter seinem Ohr. Gibt ihr einen Silbertaler? Auf ihm scheint sich wirklich Tada! zu freuen. Schüttel nur den Kopf. Naja, ich würde sagen, das war hier ein voller Erfolg. Möchte irgendjemand seine komischen goldenen Balestrinas behalten? Im Übrigen, wenn ihr euch noch weiter umschaut, zu dem Balestrina eine Sache habe ich vergessen. Und zwar konnte, was Diamantos natürlich im Herz schmerzt und vielleicht noch Konsequenzen haben sollte, aber ihr findet ebenfalls seine Abalone Bitsy, die er so liebevoll Bitsy getauft hat. Wieso? Weiß ihn, wisst ihr nicht, habt ihn nie gefragt. Aber er hat. Ihm hat dieses Ding sehr ans Herz gewachsen. Das ist euch auf jeden Fall allen bewusst. Und die befindet sich noch in der Kajüte. Selbst modifiziert, selbst gebaut. Kann mit Bolzen schießen, aber lohne. Bevor ich diese Balestrinos anfasse, würde ich ihn vorher alle drei zusammenlegen lassen und einen Odem drauf wirken. Was für Zeit dabei? Wieder plus minus 1, also plus 4, minus, also minus 4 plus 3, minus 1, ohne. Kannst auch Kosten sparen oder sowas, ne? Geht auch. Ja, ist egal, bei 3 ASP ist es wurscht. Und für Raphim vielleicht interessant, er explizit danach sucht, wirklich Geld wirst du nicht finden, vielleicht ein paar Dukaten, die rumfliegen, aber solltest du dir die Dokumente näher anschauen, hat Diamantus Buch darüber gehalten, wie viel die wie viel die Mannschaft oder wie viel das Schiff ihm schuldet als Geschützmeister und hat sich seinen Lohn immer wieder abgestrichen, aber nicht aus der Schatzkammer entnommen. Also das ist Geld, das überflüssig da sein sollte, obwohl es schon aus den Büchern gestrichen ist. Sind diese Waffen magisch? Nein. Ja, sie scheinen wohl ungefährlich zu sein. Sieht man einmal von der, nun ja, von ihrem Besitzer ab. Ja, und das ist doch die ihm immer so besonders am Herzen lag, richtig? Yes. Etty. Der Bitte. Tag. Ja, stimmt. Oh nein, wie unglücklich, würde ich sagen, während ich mit meinem Stahlstiefel auf die Abalone trete, mehrfach, bis sie zerstört ist. Mit der Der hat er Tag. damals auf den riesigen Malma geschossen, als ihr Janka befreit habt. Auch das lange, lange her. Diese Der Tag, Abalone hat so viele Gegner gewonnen hättet.
Oh nein. Wenn ich dagegen habe, würde ich die heilen Geräte gerne in meinen Besitz nehmen. Natürlich, diese lag ihm nur so am Herzen und mein Herz liegt mir auch so am Herzen. Ich dachte, vielleicht kann er das gut verstehen. Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Der Herzschmerz. Der Tag, als er diese Waffe beiseite gelegt hat und sie gegen diese und plötzlich dieses seltsame goldene Ding hatte. Ich glaube, das war der Anfang vom Ende. Wir hätten der Sache damals nachgehen sollen. Es klang gleich so komisch, aber es ist so viel anderes passiert. Dolamin, macht dir keine Vorwürfe. Wir haben es alle nicht kommen sehen. Er wird seine Strafe dafür halten. Ja, das ist richtig. Diese Schreibübungen machen mir noch Sorgen. Sollten irgendwann in nächster Zeit Dokumente mit unseren Unterschriften auftauchen, ja, dann wissen wir womöglich, woher sie kommen. Ah, nee. Was kann er schon mit euren Unterschriften machen? Naja, relativ viel. Also, nicht hier, aber in Alanfa ist meine Unterschrift jetzt nicht so unbedeutend. Bei den richtigen Leuten. Nun, wären wir noch in Perikum oder so, würde ich sagen, uns ins Gefängnis bringen, aber vermutlich ist das jetzt alles nicht mehr so wichtig. Ja, im besten Falle kann er noch ein paar Sammelkarten unterschreiben. Naja, aber wir... Soll ich den Rest zusammenpacken oder wollt ihr auch noch irgendwas haben, Zulamin? Nein, ich möchte nichts davon haben. Gebt die Schreibübungen auf, nur für den Fall, dass wir uns irgendwann mal rechtfertigen müssen oder so. Ja, ich nehme seinen ganzen Papierkram und Rumpel, soll sich das mal anschauen. Da stehen so viele Zahlen drauf, das rechne ich nicht nach. Und die Waffen der besiegten Echsen werde ich an mich nehmen. Ja, gerne. Die sind relativ schwer. Kriegst du das hin, Boltax? Ich werde Gonner schicken. Ja, sehr vernünftig. Ja, dann würde ich den restlichen Kram von Diamantes relativ unzeremoniell in einen Sack stecken, bis die Kajütermann wieder so aussieht, wie sie bei seinem Einzug aussah. Okay, dann habt ihr 2 Tage, bis ihr in Talusa eintrefft. 2 Tage für Ronga. Was möchtest du gerne tun? Ronga möchte sich das Leben auf einem Schiff außerhalb einer Schicht genießen. Die laufen Oberdeck treiben immer mal wieder Blicke aufs Wasser werfen, denn so hat er gemerkt, so kann er hilfreich sein, indem er Gefahren vorhinein erkennt, aber auch Zeit mit Matrosen verbringen, mit den einfachen Matrosen, mit den verschiedenen Einheiten mal quatschen, wer ist den am sympathischsten, mal mit den schwarzen Köchen schnacken, all den Maraskanern eine Chance geben, wobei das ihm sicherlich schnell zu viel wird, mal versuchen, auf die Dukatengarde zuzugehen, ob die da nicht ein wenig zu versteift ist und sich da mal einen Eindruck von den Schiffen. Ja, also vor allem auch die schwarzen Küche vom Dobirach, da könnt ihr dann viele zahlreiche Geschichten von der Wildermark austauschen, wie du damals den roten Stier bezwungen hast, die Chimäre und auch wohl die ein oder andere Runde auf dem Rücken geflogen bist, beziehungsweise deine Mithelden, die es dann damals getan haben. Die schwarzen Küche selbst unterstehen ja ihrem Söldneranführer Ortank. Die haben damals eine Wasserburg erobert und bei Rankara Liritena eine ganze Menge für Aufregung gesorgt. Du selbst warst ja auch schon in Rankara Liritena, als du dir damals deinen Lynx geholt hattest, in dieser Elfenfestung unterirdisch. Das ist auch schon lange her. Weiß auch gar nicht mehr, was mit dem Lynx passiert. Also irgendwann war er ausgebüxt aus dem Rucksack und hast dich dann noch nicht weiterhin für interessiert. Ronga hat die Tasche irgendwo liegen lassen und erst 2 Dörfer weiter aufgefallen, dass der Lynx da noch. Ja. Ja.
Was ihm auch interessiert, ist jetzt aus nächster Nähe zu erfahren, er ist ja noch nicht lange dabei, wie es genau sich für die Leute hier anfühlt, für die Matrosen, für die Söldner, denn unter den Helden kommandiert zu, also von den Helden kommandiert zu werden. Wie ist Rafim als Führer der Söldner hier, als Söldnerführer, als oder wie macht sich Sulamin als Kapitaner? Und was wird über diese anderen Magier berichtet? Ja, also die Stimmung ist eigentlich relativ gespannt. Die Leute haben eine ganze Menge erwartet, dass man wirklich richtig heftige Heldentaten miterleben kann, wie man dann Seeschlangen in den Mund springt und sie dann von innen aufschlitzt, wie man gegen die Plagenbringer zieht. Gut, das mag vielleicht noch kommen, aber bisher war die Reise immer noch relativ wenig zu tun. Lediglich die Trollzacker, die haben das ein oder andere zu berichten. Auch die hatte Rafim damals in der Wildermark angeworben und dann den König in einem Zweikampf besiegt. Und es fühlt sich relativ seltsam an. Also die Helden sind halt immer da und man fährt mit denen herum und ab und zu sieht man auch Highreiter oder verhandelt mit irgendwelchen anderen Kapitänen, aber die meiste Action passiert dann in den Häfen, wo sie dann gar nichts mitbekommen und die gehen dann immer raus in die Taverne und trinken Bier und erzählen immer von den Heldentaten der anderen, aber wenn sie dann zurückkommen, erfahren sie, dass die Helden schon wieder zwei andere Sachen neu gemacht haben und die wissen gar nicht, die würden gerne helfen, aber sie wissen gar nicht, wo die ganzen Aufträge herbekommen, so, weil, ja, klar, es ist so ein Uchuchu in der, oder irgendwie so ein Schlangendämon in der Kanalisation besiegen, das können die auch, aber mit denen redet ja keiner, also die würden gerne helfen, die würden gerne auch Helden sein, aber die Helden sind irgendwie immer an der richtigen Stelle und kennen dann Leute und die Königin von Elborum hat man wohl auch schon irgendwie gehabt und dann wurde die Königin irgendwie besiegt und dann kam die andere Königin und jetzt ist der König auch wieder da, der hat eine Stadt belagert. Ja, man kann ja auch nicht einfach als einfacher Söldner oder als einfacher Matrose dann in so einen Palast reinmarschieren und sagen, hallo, ich hätte gerne einen Auftrag und die Aufträge hängen ja auch nicht am schwarzen Brett in der Taverne. So, also das ist so das Problem, was die haben. Die erfahren halt, also das ist das Heldenschiff, die Aviander. Und ja, die Helden machen immer irgendwie Zeug, aber man muss dabei sein, damit man selber so ein bisschen Ruhm abbekommt und die Sachen erledigen sich aber auch immer von alleine, hat man das Gefühl. Also die kommen außen vorgelassen. Ja, die kommen die außen vorgelassen und sie dürfen halt mit dabei sein. So, und das steht halt in ihrem Lebenslauf. Wenn man dann im Hafen da sagt, man kommt von der Aviander, dann wird dann auch mal ein Bier ausgegeben, auch wenn man das gar nicht bräuchte. Und die wollen einmal die ganzen Geschichten hören, aber die wissen gar nicht, wie es zu den Geschichten kommt. So, also die laufen irgendwo und zorgern rum und zack, ist die Königin von Elborum besiegt. Und dann kommt man wieder zurück und kann erzählen, ja, hier, wir haben die Königin von Elborum besiegt. Und zorgern ist wieder sicher. Und alle denken sich so, hä, war die nicht schon tot? Nee, war sie irgendwie nicht. Die war nicht tot und dann hat man sie entdeckt in irgendeinem Keller und dann hat man den Kopf abgeschnitten und ja. Also, wofür braucht man da Magier? So, Boltax als Druide und Abelmir als Schwarzmagier, das kann man auch irgendwie mit 5 Söldnern mit dem Schwert in der Hand machen. Also, sie finden es einfach. Die Helden sind glücklich. Die Helden sind glücklich, dass sie in irgendeinen Keller laufen, genau in den richtigen Keller reinlaufen, der richtigen Person den Kopf abschneiden können, dann kommen sie wieder und sind die Helden. So, das ist unfair. Das ist die Stimmung. Naja, und man hofft eben, dass man in nächster Zukunft auch so ein bisschen mehr miterleben könnte, gerade wenn es dann gegen Plagenbringer geht. Die meisten werden wohl wissen, dass das unglaublich gefährlich ist und dass viele dabei wohl auch sterben werden. Aber solange man die Gefahr kommen sieht und sich darauf vorbereiten kann, wird es wohl nicht so schlimm werden. Zur Not springt man vom Schiff runter und schwimmt. Das sehen Leute hier wirklich als Optionen an, okay. Vor allem die Söldner. Ja, das wird einfach belegt und ja, mache ich auch so, wenn es sein muss. Ja, und wenn jetzt auch gesagt wird, dass die Helden dich angefragt haben, nach dem Motto, in Talusa kannst du ja mitgehen, du kennst die Stadt ja schon, du hast da ja schon in Heldentaten erlebt, ja, geh einfach mit, schneide einfach irgendwelche Köpfe ab und dann kommst du zurück und bist genauso ein Held. Also das wird schon relativ einfach sich selbst regeln. Also dieser ganze Heldentum,
Ich meine, an manchen Orten nennt man mich schon ein Held, aber verdammt nochmal, ich bin keiner. Ich habe nichts wirklich Heldenreiches getan. Ich will nur auch nur irgendwie über die Runden kommen. Und wenn ich Bestien schlachte, dann tue ich, weil das meine Profession ist und nicht, weil ich prinzipiell Leute damit rette. Schon damit auch, aber verstehst du, was ich meine? Ja, klar, Mann. Ich verstehe das. Ich würde ja auch Bestien töten, aber ich weiß nicht, wo die sind. Dann müsste ich ja in Büchern lesen, wo man so einen Basilisken findet. Ja, nee, nee. Macht man einfach die Augen zu? Brauchst du dafür gar nicht. Macht man einfach die Augen zu? Guck, vergessen. Man darf lesen. Weißt du was, der Trick ist, man darf den Basilisken einfach nicht in die Augen gucken. Und man muss einen Spiegel mitnehmen oder sowas. Dann guckt er da selber rein und dann besiegt man den und dann ist man ein Held. Voll gut. Nee, das klappt nicht. Klar, klappt das. Wenn du einen Spiegel benutzt, dann wird das selbst zu Stein. Dann kannst du dir die Schuppen nicht holen. Ach, du brauchst die Schuppen? Du brauchst die. Klar willst du die Schuppen haben. Oh, okay, dann. Wie genau willst du den anderen Leuten zeigen, dass du einen Basilisken getötet hast? Die Statue kannst du nicht mitnehmen. Ja, okay, daran habe ich nicht gedacht. Aber du bist ja auch der gelehrte Herr, ne? Warte mal. Ich muss ein paar Leute. Komm mal mit, sag das mal nochmal vor Seishon. Okay. Ja, so nimmt Ronga einer Arm in dem einen Hand einen Krug, den anderen Arm um ihn geschlungen, läuft dann munter zu Seishon, um da weiter zu saufen. Ja, dann wird gesoffen, Kartoffeln geschält, Fußnägel geschnitten und so weiter und so fort. 2 Tage Zeit für Rafim. Mein Plan ist tatsächlich, einerseits möchte ich am letzten Tag meditieren und am Tag davor möchte ich tatsächlich meine Zeit damit verbringen, meine gesamte Ausrüstung auf den besten Stand zu bringen, der möglich ist. Also ich möchte auf gut Deutsch sogar fast meinen Seidenmantel bügeln. Wollen wir keine Bügel haben, aber ich möchte im Prinzip mir am besten vielleicht sogar jemanden suchen, der auf dem Schiff noch mehr Ahnung hat als ich. Vielleicht zum Beispiel die Thermoliter. Genau, und dann würde ich die fragen, ob die mir nicht auch helfen könnten, meine ganze Rüstung mal nach vorne oder mal wieder zu bringen. Du kannst auch Nedja fragen, aber die quatscht und dann musst du auch quatschen. Bonitarin, die sind ja schon sehr sympathisch. Ja, gut, dann kommst du zumindest ums Geschichten erzählen drumherum. Genau, also ich möchte meine gesamte Ausrüstung auf Vordermann bringen. Nicht, weil ich sie jetzt bald im Sumpf tragen möchte, sondern in Vorbereitung, dass wenn ich Dere verlassen werde, dann werde ich dabei so gut aussehen wie deren möglich. Das soll gelingen. Und noch eine Meditation hinterher. Genau. Boltax, 2 Tage. Ja, den ersten Tag würde ich dafür nutzen, mir die Übungen, die mir mein Geodenfreund Xenos mitgegeben hat, mit Schnabelmir durchzuführen und ihn als meinen mächtigen Vertrauten zu binden. Und den zweiten Tag würde ich dafür nutzen, um mit Angoshminia über Hochzeitsvorbereitungen zu sprechen, tatsächlich schon Hochzeitsvorbereitungen zu treffen, einige Leute zu bequatschen, einige Dinge zu tun, halt das Übliche. Okay, dann Abelmir, 2 Tage. Ja, die ersten 2 Stunden würde ich die Nachbarkabine ausmessen und gucken, planen, wie ich meine eigene Kabine erweitern kann. Man weiß ja nie. Die restlichen Tage würde ich einfach die Sachen, die ich erfahren habe, probieren niederzuschreiben. Gerade die Berichte oder merkwürdige Ergebnisse von Kanixianer und natürlich auch meine eigenen Berichte, meine Übersetzung niederzuschreiben. Das wird natürlich dauern wahrscheinlich. Möchtest du noch einmal die merkwürdige Linse benutzen? Das könnte ich mal. Und zwar, ich würde gern diese Linse in die 6. Sphäre richten. Um Böhmerisch zu erreichen. Wenn ich ihn erreichen kann. Ich weiß, oder sie. Ja, und du weißt nicht, wie die Sphärenlinse funktioniert. Das ist dein größtes Problem. Ich muss es aktivieren. Ja, mit dem Odem oder was? Nee, mit dem Aspen. Lässt Magie reinfließen, genau. Aber du kannst ja, also wie du jetzt durch die Sphären durchwechselst, du hast die 2-mal benutzt. Benutze sie öfter. Also kann ich die 6 Sphären nicht direkt erreichen, sagst du mir. Also möchtest du sie benutzen? Ja, natürlich. Okay, das heißt, du lässt Magie reinfließen, du setzt sie wieder vor dein Auge. Das rötlich gesprungene Glas wird wieder zuwachsen und du blickst auf deine leere Kabine.
drehe mal die Linse. Kann ich das? Keine Ahnung. Ja, yeah, klar, du kannst sie vor dein Auge halten und läufst dann in deine Kajüte rum. Dann würde ich mal auf das Buch blicken. Ja, du wolltest dich gerade auf das Buch richten. Es liegt gar nicht da. Also diese Kajüte, klar, es ist der Schnitt, aber du siehst jetzt gerade, das Bett ist anders bezogen. Auch roter Samt und du siehst, wie das Buch ist nicht da. Du drehst dich nochmal um und siehst, wie die Tür aufgeht und Zulamin hineinkommt. Hat wohl gerade ein Handtuch um, ist ansonsten also nackt, aber hat eben ihr Handtuch irgendwie um die Hüften gebunden. Das sieht so aus, als ob das ihre Kajüte wäre. Interessant. Sie hört mich ja eh nicht. Welche Zeit befinden wir uns? Ich würde mich mehr aus der Kajüte raus. Also die Tür hat ja wieder ganz normal eine Tür gegeben. Ja, richtig, genau. Und während du aus der Tür rausguckst, kannst du sehen, wie wohl gerade ein gut gelaunter Rafim ebenso nackt, nur mit einem Handtuch bekleidet, aus der Kapelle herausgeht und wohl auch in die Kajüte rein möchte. Er läuft einfach durch dich durch. Interessant. Die Tür wird zugeschmissen. Ich würde mich dann mal Richtung Kapitänskajüte bewegen. Du gehst in Richtung der Kapitänskajüte, die Treppe nach oben und wenn du hineintrittst, kannst du sehen, das ist der alte Schnitt und du siehst dich selbst, wie du dort ohne deine Vernarbung an einem großen Kapitänsschreibtisch sitzt. Also das ist nicht dieser ekelhafte thulamidische Luxus mit diesem großen Sofa, sondern es ist halt horasisch aufgeräumt. Du hast keine Narbe unter dem Auge von dem Drachen. Du hast sowieso wenig Kampfnarben und du sitzt in weißer Kleidung dort. Nicht in schwarzer. Eine interessante Vision. Ich probiere mal, was mache ich an dem Schreibtisch? Schreibe ich irgendwas? Oder? Ja, du schreibst Briefe. Dann würde ich mal probieren, durch die Linse auf diese Briefe zu linsen. Das sind Schreiben an Kadan Horas selbst. Was schreibe ich dort? Du hast dich sehr gefreut über die Entsatzung, die dir der Horas geschickt hat und wirst seine Flotten in großer Verantwortung führen. Hochachtungsvoll, Admiral Margus Abelmir Jamorenes.